Hallo, meine nach den Weihnachtstagen von brachialer Masse heimgesuchten Freunde, nach den Weihnachtstagen von brachialer Masse heimgesuchten Freunde. Wir haben heute ein weiteres Video und zwar, ja, habe ich so ein kleines Fazit dieses Mal vorbereitet vom Jahr 2017. Ein Jahr komplett Aufbau mit seinen Höhen und Tiefen, will ich mal meinen. Und wollte so ein bisschen Ausblick zu meiner, ja, aktuellen Strategie für das kommende Jahr, zu den Wettkämpfen etc. abgeben und wollte euch so ein bisschen zeigen, ja, was hat sich getan, beziehungsweise für mich auch so ein kleines Tagebuch führen. Ja, das Jahr 2017 war in gewissermaßen von ein paar, ja, Verletzungen heimgesucht, die irgendwie alle so exogene Einflüsse als Ursache hatten. Das war zum einen mein Sturz von der Treppe, wo ich mir, sag ich mal, Knöchel verstaucht habe, ja, ein Band gestretched hatte. Dann habe ich mir ja noch Beinbizeps zwischendurch beim Beachsoccer gezerrt und entsprechend noch die Leiste auch noch zusätzlich. Das hat mich natürlich lange im Beintraining beeinträchtigt. Dann hatten wir noch, was hatten wir noch? Ah ja, Ninja Warrior Vorbereitung mit der Entzündung der ja, Unterarme, beziehungsweise erst des linken Unterarms, dann des rechten Unterarms. Und das hat sich im Prinzip bis jetzt immer mal wieder so hingezogen, auch nach Deloads etc. Dann hatte ich vor kurzem noch anschließend daran eine kleine, ja, mehr oder weniger Überreizung sehen. Ansatzweise Sehnenscheidenentzündung, was ich jetzt mehr oder weniger eindämmen konnte nach zwei entsprechenden Deloads, wodurch nur noch so ein bisschen, ja, Geplänke mit dem mehr oder weniger chronischen Problemen mit dem Unterarm bleibt, obwohl das schon deutlich besser geworden ist. Das Ganze, besonders die Beinthematik, hat mich bezüglich meines Fortschritts natürlich etwas eingeschränkt. Nichtsdestotrotz ist doch einiges, will ich mal meinen, seit dem letzten Wettkampf bzw. vor der letzten Wettkampfdiät. Das ist ja eigentlich immer so ein bisschen die Benchmark, weil in der Wettkampfdiät verliert man natürlich zweifelsohne in gewissem Maße auch Trockenmasse. Deswegen ist Benchmark natürlich vor der Wettkampfvorbereitung. Ist trotzdem was hängen geblieben, was man unter anderem, ja, an der Form sieht und am Gewicht. Ja, wie ihr sehen könnt, 93,5, ich bewege mich momentan allgemein immer zwischen 93 und 94 Kilo, so in den letzten Wochen, natürlich einigermaßen geladen, muss man auch immer dazu sagen, aber auch nüchtern, also wenn ich vollgefressen bin, das habt ihr manchmal vielleicht der ein oder andere, der mir auch auf Insta folgt, schon mal gesehen, dann habe ich auch so Gewichtsangaben von 96 irgendwas, das ist natürlich vollkommen vollgefressen beim Overeating, also ja. Für die, die gerne die Frage stellen, ich mache noch Renegade Diet oder ich esse noch sozusagen häufig oder die meiste Zeit nach der Renegade Diet, aber einfach, ja, nicht immer, weil es halt einfach nicht immer passt und da bin ich sehr pragmatisch. Da ist mir dann nicht so wichtig, dass ich jetzt irgendein Schema, Intermittent Fasting Schema einhalte, sondern da ist es mir wichtig, dass ich auf mein Eiweiß komme, erste Priorität, dann auf meine Mikros und Fette und dann letzten Endes natürlich auch auf die Kilokalorien. Kilokalorien würde ich jetzt nicht unbedingt unter die anderen stellen, weil ich mich ja im Aufbau befinde, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich jeden Tag im Kalorienplus bin. Das hatte ich ja schon mal erläutert. Manchmal bin ich drüber, Döller drüber, manchmal bin ich dafür an anderen Tagen innerhalb der Woche vielleicht ein bisschen unter meinem Kalorienbedarf. Ja, zu der Essensthematik würde ich ohnehin noch ganz gerne ein Video machen, also das würde ich jetzt hier nicht so aussehen, also wie ich momentan esse, beziehungsweise was sich da in letzter Zeit, sag ich mal, so einen halben, ja, guten halben Jahr quasi geändert hat, was ich momentan ein bisschen anders handhabe. Gerade für diejenigen Leute wird das wahrscheinlich ein bisschen interessant sein, die auch schon ein bisschen länger dabei sind, ein bisschen mehr Erfahrung haben, wissen, was sie essen, um dann letzten Endes auch, ja, die Off-Season ein bisschen, ja, besser, freier, wie auch immer, gestalten zu können. Das hängt so ein bisschen von den, ja, eigenen persönlichen Empfinden bzw. ja, Präferenzen ab. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Form, ja, will ich mal meinen, relativ passabel noch für Offseason auf 1,77 mit 93,5 Kilo. Ich werde auf jeden Fall noch ein Stück hochgehen. Ich muss mal schauen, wie sich die Form dann letzten Endes verändert. Auf jeden Fall hatte ich noch nie ansatzweise so eine gute Form bei dem aktuellen Gewicht. Ich denke mal, ich werde mich irgendwo in dem Bereich von 95 bis 96 Kilo hochbewegen, dann wahrscheinlich eine Kurzdiät machen, dann wieder ein bisschen hochgehen im kommenden Jahr. Also vielleicht bewegen wir uns dann irgendwo in der Mitte des Jahres. Dann werde ich schauen, wo ich ungefähr lande, vielleicht irgendwo bei 97, 98 Kilo. Dann wollte ich nochmal entsprechend wieder eine Kurzdiät machen, um dann entsprechend nochmal zum Ende des Jahres oder Anfang 2019, ich muss mal schauen, wie es am Ende wirklich läuft, ne? Ich versuche das jetzt nur noch ein bisschen zu prognostizieren, was so die grundsätzliche Strategie 2018 ist, dass ich denn da irgendwo gen 100 Kilo mal komme.
wenn die Form dann nicht allzu scheiße ist. Also ich will natürlich eine einigermaßen passable Off-Season-Form bewahren. Das bedeutet bei mir immer roundabout 15% plus minus ist da immer so ein bisschen die Schmerzgrenze. Alles andere macht mich irgendwann nur noch träge. Und zum anderen finde ich, dann sehe ich einfach nur scheiße aus, weil ich dann wieder ja, ein deutlich runderes Gesicht bekomme. Ja, 100 Kilo wäre dann natürlich auch mal eine heftige Ansage, aber das ist halt mehr oder weniger utopisch. Der eine oder andere wird es jetzt absolut als absurd deklarieren und mir mit dem FFMI kommen, der ja ohnehin schon viel zu hoch ist. Obwohl ich sagen muss, wenn man jetzt wirklich mal auf die Studie sich bezieht und sagt, okay, die bis 59, likely, keine Steroide, dann hatten wir da ja auch ein bisschen Ausreißer nach oben. Wenn wir dann sagen, okay, wir nehmen die nur bis 50, weil da kann man sich deutlich sicherer sein, dass die keine Roids im Gym hatten oder genutzt haben oder wie auch immer, dann haben wir trotzdem noch Ausreißer nach oben. Und selbst wenn wir sagen, bis 44 gibt es auch noch Ausreißer nach oben. Aber allgemein, wenn man sich die Studienmethoden da anschaut, dann muss man wirklich sagen, jeder, der so ein bisschen was auf die Wissenschaft hält und ja, intelligent durchgeführt oder sinnvoll durchgeführte Studien, der wird die FFMI-Studie ohnehin nicht allzu ernst nehmen. Ansonsten hätte er so ein bisschen, ja, wahrscheinlich die Kontrolle über das Ganze verloren. Denn es gibt ungefähr 15, vielleicht 20 Schwachpunkte an dieser Studie, die halt mehr oder weniger jeweils einen gravierenden Einschnitt in die Messergebnisse, in die Aussagefähigkeit etc. liefern. Und ja, und des Weiteren möchte ich nochmal wieder auf die Gaußsche Normalverteilung ein bisschen verweisen. Also, keine Frage, nicht jeder kann mit einem 25er FFMI rumlaufen, aber man wird immer Ausreißer nach oben und nach unten haben. Also, die meisten Leute werden halt nie irgendwo dahin kommen. Einige werden dahin kommen und einige noch ein ganzes Stück weiter. Jetzt möchte ich mich natürlich nicht als genetisches Wunderkind selbst bezeichnen, aber wenn man jetzt mal die Daten sieht oder wenn ich selbst die Daten sehe, dann muss ich halt schon sagen, ein gewisses Talent muss halt auch mit bei sein. Aber wenn ihr das wirklich nochmal im kleinsten Detail auseinandergefetzt haben wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, denn gebe ich auch hier zu jedem kleinen Mist bezüglich dieser Thematik gerne mal ein konkretes Statement ab. Eine Sache, ich will nochmal den kleinen Hint geben, dass es vielleicht mehr Sinn macht, das Ganze anhand der Knochenmasse bzw. Knochenstruktur festzumachen und nicht vielleicht an der Körpergröße, weil das macht relativ wenig Sinn, wenn wir allein schon mal vergleichen, wenn jemand eine sehr schmale Taille hat, was nicht unbedingt verkehrt fürs Bodybuilding natürlich ist, oder ein eher sehr gebärfreudiges Hüftchen. Also Zielsetzung ist es für mich auf jeden Fall mit 2 bis 3 Kurzdiäten durch das nächste Jahr zu kommen. Kann sein, dass die letzte Kurzdiät dann auch in das Jahr 2019 fällt. Und 2019 habe ich jetzt grundsätzlich anvisiert, wieder starten zu können. Wenn ich gerade der Meinung bin, ich bin gerade so gut im Aufbau und da geht noch ordentlich was, dann mache ich das Jahr 2019 vielleicht auch noch voll, um halt heftig zu kommen. Das bedeutet auf jeden Fall, jetzt wo ich die Beine wieder ordentlich trainieren kann, auf jeden Fall Fokus auf den Beinbizeps, Fokus auf den Gluteus weiterhin. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Volumen reinklatschen, beziehungsweise ich habe da jetzt schon ein bisschen mehr Fokus und ein bisschen mehr Volumen drin, als jetzt beispielsweise in den anderen Muskelgruppen. Natürlich soll Oberkörper jetzt nicht hinten mal runterfallen. Ich werde da auch noch wieder ein bisschen mehr Fokus noch auf die Brust legen, denke ich mal. Aber da muss ich schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ansonsten mit Schultern und mit den Armen bin ich ganz zufrieden. Ich sage mal, mit der Masse des Rückens passt es auch. Die Rückenbreite, ja, da muss ich, glaube ich, mich ja noch ein bisschen was abschneiden. Also da passt es vielleicht auch mit dem Ansetzen letzten Endes bei mir nicht so ganz. Aber da arbeite ich natürlich auch weiter dran, um da vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuholen und das Ganze noch ein bisschen, ja, stimmiger zu machen. Was ich damit sagen will ist, nein, ich bin nicht an meinem genetischen Limit und ich werde auf jeden Fall noch was draufpacken. Ihr seid auch nicht an eurem genetischen Limit, wahrscheinlich nicht mal ansatzweise. Ich gegebenenfalls wahrscheinlich auch nicht mal ansatzweise, weil irgendwas kann man immer mit herausholen und die Fehler der Vergangenheit muss man immer so ein bisschen ausmerzen und da muss man auch ein bisschen ehrlich zu sich sein, dass man hier und da nicht immer perfekt trainiert hat oder optimal trainiert hat, was dann natürlich auch immer so ein bisschen zeitgeistabhängig ist, aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass sich mein Training im Zeitverlauf doch schon sehr verbessert hat. Ohnehin kann es euch keiner sagen, was letzten Endes euer genetisches Limit ist, beziehungsweise euch das genau berechnen. Und der FFMI schon gar nicht. Und dann macht es ja eh nur Sinn, den in Wettkampf-Shape zu berechnen. Obwohl, wenn die Studie keinen Sinn macht, dann macht der FFMI auch keinen Sinn.
Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf die kommenden Wettkämpfe nächstes Jahr. Ich weiß schon, dass wir ein ganzes Rostocker-Team im Herbst bilden können. Norm ist auch wieder am Start, da freue ich mich so richtig drauf, weil der Junge hat seine Hausaufgaben gemacht. Er hat ordentlich was draufgepackt jetzt in seiner ausgiebigen Offseason. Und da bin ich wirklich gespannt, ja, mit welchem Paket wir ihn letzten Endes auf die Bühne bringen können. Und ja, Micha müsste ich eigentlich auch nochmal wieder auf die Bühne bekommen, weil der Junge ist halt auch gerade nicht schmächtig unterwegs. So, meine Freunde, das war der Rückblick 2017 und der Ausblick 2018. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, der Formcheck gefallen und das kleine Update, Klim-Bim-Strategie, wie auch immer. Ich möchte darauf verweisen, dass noch die 20% bei Powerstar Food gelten mit dem Code Patrick, also insgesamt 20% Rabatt bekommt ihr dann. Also macht noch so lange Schnapp, wie ihr Schnapp machen könnt. Damit supportet ihr mich auch immer genauso wie mit dem Daumen hoch. Das auf jeden Fall nicht vergessen. Dann auf jeden Fall kommentieren, auch wenn es nur der YouTube-Algorithmus-Kommentar ich finde gut, Hashtag ich finde gut. Es hilft auf jeden Fall immer, also nehmt euch die 2-3 Sekunden Zeit und kommentiert bitte unter das Video. Teilt es auch gerne mit euren Freunden und ansonsten, meine Freunde, sehen wir uns im nächsten Jahr.